Hallo, herzlich willkommen bei DB Technologies zu einem Videoreport. In diesem Video möchte ich euch mal vorstellen, wie wir zusammen mit einem unserer Kunden eine Veranstaltung realisiert hatten. Und zwar ging es in dem Fall um eine ja, sehr bekannte deutsche TV-Casting-Show, also mal eine andere Veranstaltung, als man ja so alltäglich durchführt. Und diese Veranstaltung wurde realisiert mit einem Viosystem. Ich zeige euch jetzt in der folgenden Folie das Studio. Ihr seht in diesem Bild jetzt mal einen Shot bei Tageslicht mehr oder weniger von dem Studio, damit ihr mal einen Eindruck bekommt, wie das da so aussah. Wir haben in der Mitte die Showbühne, dann gibt es, wie ihr seht, rundherum eine Tribüne. Das sind ca. 180 Grad, die wir hier zu beschallen haben. Und wie das Konzept aussieht, schauen wir uns dann in unserer Software, nämlich dem EastFocus, mal an. Dort haben wir den Plan, nämlich integriert, den wir bekommen haben, und haben hier eine Simulation unserer einzelnen Systeme gemacht. Wenn man sich den Plan nochmal anschaut, dann sieht man den jetzt hier. Das bedeutet, nochmal zurück zu unserem Foto, wir hatten die Showbühne gesehen, wir haben einen sogenannten Unterrang ca. 180 Grad und einen sogenannten Oberrang 180 Grad. Jetzt galt es natürlich in diesem Studio die Lautsprecher so zu positionieren, dass wir eine gute Abdeckung des Studios erzielen können. Am Ende, wir haben eine Musikshow, das heißt also, wir wollen hier auf jeden Fall auch einen Konzertcharakter im Studio erzeugen, ohne natürlich entsprechend den Fernsehton so sehr zu beeinflussen, dass dort zu viel Raum drauf ist. Das heißt, wir entscheiden uns hier für ein dezentrales System von 56 VIO 208, die wir zur Verfügung haben, und 12 VIO S 118er Bässen, die dann dort geflogen werden. In dieser Folie haben wir dann die Positionierung der Lautsprecher vorgenommen. Wir müssen uns ja extrem an diesen Plan halten, weil natürlich möglichst kein Lautsprecher in irgendeinem Kamerabild zu sehen sein soll. Das heißt also, kleine Cluster, dezentrale Beschallung der Ränge soll vorgenommen werden, und irgendwo müssten wir natürlich auch unsere Bässe platzieren. Und der Hintergrund war das Ganze, da wir so einen 180 Grad, also im Grunde genommen einen Halbkreis haben, auch unsere Systeme entsprechend in diesem Halbkreis anzuordnen. Und das könnt ihr dann halt hier in den roten Kreisen markiert mal sehen. Also wir haben hier unten im Halbkreis angeordnet je Dreiercluster vom VIO 208, die den Unterrang abdecken. Also hier diese 1, 2, 3, 4, 5 Reihen bis zum Gang. Und dann haben wir weitere Systeme im Halbkreis angeordnet. Das sind dann jeweils fünfmal VIO 208 Cluster, die entsprechend den Oberrang versorgen sollen. Unser Basscluster, das seht ihr hier, hängt hier in unserem Falle direkt über der Jury. Es gab eigentlich keine Möglichkeit, Bässe am Boden zu platzieren, daher halt auch die geflogene Variante. Und auch hier haben wir versucht, irgendwie nach Möglichkeit den gleichen Radius hinzubekommen, um nachher beim Messen und beim Einstellen des Systems auch bestmögliche Phase auf unseren Bass erzielen zu können. Natürlich wäre es am idealsten gewesen, den Bass hier über der Showbühne zu platzieren. Das war aber aus Platzgründen einfach nicht möglich. Den Plan haben wir also. Wir haben uns die Plätze gesucht für unsere Systeme und haben die dann, wie eben schon gesehen, hier in unserer EastFocus-Software, in der wir die Simulationen machen können, haben wir den Plan hinterlegt. Es gibt hier so eine sogenannte Hilfsgrafik. Da habe ich ein JPEG von dem Plan hinterlegt, mache meinen Maßstab und kann den dann mit einer bestimmten Deckung dort einblenden, kann meine
Flächen zeichnen und meine Lautsprecher eben an die Position, wie wir sie eben in dem anderen Plan gesehen haben, auch integrieren. Zum Beispiel hier außen, ich klicke das einmal an, dann sieht man hier 123 Vio 208 und entsprechend dann die Winkel, die ich zu den Systemen machen kann, die Filtereinstellungen. Und so kann ich dann nach und nach alle Cluster an die entsprechenden Positionen packen. Und ich könnte mir auch beispielsweise ein Mapping anzeigen lassen. 1 Kilohertz, 3 Oktaven wäre jetzt mal eine Möglichkeit. Das ist also so ein wesentlicher Übertragungsbereich, den man dann braucht. Und dann würde der Rechner loslegen. Und wie wir hier sehen, gibt es dort dann eine schicke Abdeckung beispielsweise für diesen Bereich. Außerdem habe ich noch die Möglichkeit, sogenannte Empfänger einzusetzen. 1, 2, 3, 4, die habe ich jetzt mal gemacht. 2 im Unterrang und 2 im Oberrang. Und mit der Verteilungskurve hier unten sehe ich dann den gesamten Frequenzbereich an diesen sogenannten Empfängerpositionen. Also EaseFocus bietet da jede Menge Möglichkeiten der Simulation. Das solltet ihr euch einfach nochmal separat anschauen und auch unsere Lautsprecherdaten auf der Website runterladen, dort integrieren und dann kann man entsprechend die Simulation machen. Gehen wir zurück zu unserem Studio. Ich zeige hier nochmal eine Folie, die bei den Proben geschossen worden ist. Hier ein Foto, da sieht man hier einen Akteur auf der Bühne, hier ist der Juryplatz und hier sieht man beispielsweise mal unsere Lautsprechercluster, hier ein Fünfer und rechts im Bild sieht man auch beispielsweise da hinten dran so ein Dreiercluster. So hingen die dann all im Studio. Verkabelt wurde das Ganze wie folgt. Wir haben eine FOA-Position gehabt. Hier ist unser Laptop, darauf läuft unsere Steuerungssoftware AuroraNet und das geht wiederum auf einen Switch. Und von diesem Switch aus geht es über die interne Verkabelung auf einen weiteren Switch, wiederum auf einen Switch, also 3 Stück in dem Fall. Und da dran hängend dann unser Control 8 am Switch 1 und Switch 2. Und von dort aus sind die Lautsprecher im sogenannten Daisy Chain verkabelt. Wir konnten hier bei uns jetzt die Verkabelung des Studios nutzen. Ich zeige euch nochmal ganz kurz, wie das da gemacht worden ist. Es gibt sogenannte Züge, wo die Cluster eingehangen werden. Das heißt also, jedes Cluster kann mit einer eigenen Linie versorgt werden. Und das haben wir dann auch über die interne Verkabelung gemacht. Das heißt also, unser Control 8 hat zum Beispiel hier ein 7er Cluster bekommen auf einem Kanal, das nächste und so weiter und so fort. Lediglich an einer Stelle hier unten gab es einen Durchschliff von 6 Lautsprechern, weil die an der Stelle nicht in einem separaten Zug gehangen haben. So wurde also die Netzwerkverkabelung gemacht, um eben den Zugriff auf die Lautsprecher zu haben. In der nächsten Folie sehen wir dann das Audio. Das ist deutlich einfacher gestaltet. Das mussten wir auch gar nicht so aufwendig machen, weil wir eben durch AuroraNet die Möglichkeit haben, auf jeden Lautsprecher einzeln zuzugreifen bzw. die Lautsprecher so zu gruppieren, dass wir entsprechend alle nötigen EQs und Verzögerungen im Lautsprecher selbst machen können. Also es gab dann folglich den FOH, also sprich die Konsole, es gab unsere Matrix, die in dem Fall eine Yamaha DME war und von dort aus gab es zu unseren Clustern auch nur 3 Wege, die ausgespielt worden sind, nämlich einmal einer, der zu dem geflogenen Subarray ging und einmal ein Audioweg, der die 7 Cluster des Oberrangs versorgt hat und einmal ein Weg, der die 7 Cluster des Unterrangs versorgt hat. Also relativ simpel, in dem Fall die Audioverkabelung. Zugintern, ganz kurz zur Info, ist vielleicht auch interessant für das eine oder andere Theater oder TV-Studio, konnte man hier halt ganz schick wie schon gesagt, die Traversenzüge benutzen, die in dem Studio vorhanden waren. Das heißt also, jeder Traversenzug hat, wie wir hier sehen, ein Schuko, ein Netzwerk und auch ein Audio. Das heißt also, ich hänge das Cluster ein und mache mein Patching auf den Zug und kann dann von da aus über sogenannte Patch-Schränke meine Wege quer durch das Studio hin und her verbinden, wie das eben dort gebraucht wird. Und das ist natürlich sehr, sehr komfortabel. Und ja, ist dann so, dass so ein Vio-System mit aktiven
also mit Endstufe on board und mit DSP on board halt prädestiniert ist für so eine Anwendung. Wenn wir das Ganze dann verkabelt haben, gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns mal an, was können wir denn kontrollieren und was macht unsere Software? Unsere Software ist das sogenannte AuroraNet. Das ist jetzt ähnlich dessen, wie wir das verkabelt hatten. Wir haben die beiden Control 8. Die sehen wir jetzt nämlich jetzt hier, die an dem Switch hängen. Wir haben unsere 5er-Cluster und unsere 7-3er-Cluster mal angeordnet. Und hier habe ich das Bus-Array mal nebeneinander angeordnet. Und wenn man auf sogenannte Routing-ID beispielsweise geht, kann man auch sehen, an welchem Controller-Kanal des Control 8s diese Speaker verkabelt sind, also gemäß des Plans, den ich euch eben eingeblendet habe. Ich habe natürlich noch andere Funktionen. Ich kann schauen, auf welchem Preset stehen die, zum Beispiel 80 Hertz, also sprich, alle Videos liefen im Full Range Betrieb. Der Bass wiederum hat dann bei 80 Hertz nach unten hin übernommen und alle stehen auf A3 in der HF-Kompensation. Ich kann mir Input-Meter anzeigen lassen, ich kann mir eine Output-Meter anzeigen lassen, die Temperatur des Amps. Oder halt einfach nur das Modell. Dann seht ihr des Weiteren hier noch verschiedene Farben. Das bedeutet, dass unser System bereits eine Gruppenzuordnung bekommen hat. Ich gruppiere mir die Lautsprecher, das heißt, also ich kann sie markieren und kann über das Jogwheel dann zum Beispiel sagen Add Group und packe jetzt die vier markierten, die fünf markierten sind es. Die packe ich jetzt beispielsweise in eine Gruppe. Und das haben wir halt gemacht für die einzelnen Cluster. Wir haben eine Gruppe für den gesamten Oberrang gemacht. Wir haben eine Gruppe für den gesamten Unterrang gemacht und so weiter und so fort. Das wurde alles erstellt und demnach tauchen dann hier diese Farben auch auf. Und wenn ich dann mit dem Jogwheel in der Software in den Gruppenmodus wechsle, werden mir all diese kreierten Gruppen hier angezeigt. Also zum Beispiel alle VIO 208, alle Bässe, die einzelnen Cluster im Oberrang, die einzelnen Cluster im Unterrang, der Unterrang komplett, der Oberrang komplett. Also ich kann beliebig viele Gruppen erstellen. Ich kann auch beispielsweise nur die obere Reihe der Bässe, die mittlere Reihe der Bässe oder die untere Reihe der Bässe in eine Gruppe fassen. Das hat noch so einen kleinen Hintergrund, den schauen wir uns auch noch mal kurz an. Wenn ich nämlich noch mal auf die Folie gehe, wie wir unsere Lautsprecher angeordnet haben, hatte ich ja schon erwähnt, dass wir am liebsten alles in einem Halbkreis gemacht hätten und die Bässe schön hierher gepackt hätten, um den gleichen Radius zu erzielen. Jetzt sind die Bässe hier und die Bässe hängen in dieser Konstellation ja über der Jury. Und das ist auch eine recht spezielle Anordnung. Die sieht nämlich so aus, dass wir hier viermal drei S118er geflogen haben. Und wenn ihr euch das mal genau anschaut, erkennt ihr, dass die Bässe quasi im Kreis angeordnet sind. Das heißt also, die Schallwand zeigt auf die Seite dieses Dreierclusters, die wiederum auf die nächste und so weiter und so fort. Und hier in dem nächsten Bild kann man dann auch noch mal erkennen, hier ist die Schallwand, das ist die Seite, hier ist wieder die Schallwand, das ist die Seite und so weiter und so fort. So bilden wir mit diesen 12 Lautsprechern eine sehr, sehr kompakte, aber leistungsstarke omnidirektionale Schallquelle. Und wenn man sich das dann mal nämlich anschaut, bedeutet das, dass wir eine riesige, fette Basskugel kreiert haben, die dort im Studio hängt und die meine Nulllinie ist, auf die ich am Ende dann alle meine Systeme verzögern werde. Das hier ist jetzt mal bei 63 Hertz eine Aufsicht. Und das wäre beispielsweise mal eine Seitenansicht bei 63 Hertz. Ja, und der aufmerksame Beobachter wird vielleicht jetzt in dieser Seitenansicht auch schon mal erkennen, dass die Energie zwar kugelförmig ist, aber leicht nach unten geht. Und hier haben wir genau das
ausgenutzt, was wir aufgrund des DSPs nämlich machen können und soweit es die physikalischen Eigenschaften zulassen. Wir haben einen ganz leichten Tilt nach unten gemacht, eben über die Delays der Bässe. Und das wird dann, ich wechsle wieder in unser AuroraNet, eben realisiert durch die obere Subreihe auf 0, die nächste Subreihe auf 0,4 Millisekunden und dann haben wir die unteren Bässe auf 1 Millisekunde. Und somit schaffen wir es, den Schall bei den Bässen von dieser Kugel auch ganz leicht Richtung Niere nach unten zu ziehen ins Studio. Das hat uns ein wenig geholfen, um nicht allzu sehr auch die Decke da oben anzuregen. Die weiteren Einstellungen, die wir dann am Ende gemacht haben, sind mittels Smart ermittelt worden. Das heißt also, wir hatten eine Messsoftware, haben uns die einzelnen Punkte genommen und haben durch die Gruppierung halt jedes Cluster einzeln exakt auf unseren Bass delayen können. Das heißt also zum Beispiel Oberrang 1 am weitesten distanziert 47 Millisekunden, hier Oberrang 2 33 und ihr seht, immer zur Mitte wird es etwas weniger an Delay. Das gleiche gilt dann für die einzelnen Unterränge. Ich kann mir auch immer noch anschauen, wenn ich das hier auf dem, wenn ich das Auge hier anklicke, welche Lautsprecher befinden sich in diesem Cluster. Und ich kann beispielsweise auch, nehmen wir mal die View All Gruppe hier oben, mit einem Doppelklick da reingehen und mir dann auch meinen EQ angucken. Also View All, das ist jetzt ein EQ, der für das Studio gemacht worden ist, beispielsweise, um halt entsprechende Entzerrung für unseren PA da vorzunehmen. Und das kann ich in der All-Gruppe machen und das kann ich komfortabel. Beispielsweise gibt es dann auch sowas in der Subgruppe hier. Da haben wir nochmal einen zusätzlichen Filter drüber gelegt. Da wurde die Phase gedreht. Also ich habe alle Einstellmöglichkeiten eben durch das AuroraNet. Und so haben wir eine dezentrale Beschallung im Fernsehstudio mit unserem VIO 208 und geflogenen Bässen realisieren können. Ich hoffe, euch hat das gefallen und hat euch mal einen kleinen Einblick gegeben in das, was so möglich ist mit der Software und den Produkten, die wir anbieten. Und man hat hiermit mal eine Veranstaltung, die etwas komplexer ist als das übliche Links-Rechts-Frontfill plus Bässe. Für nähere Informationen schaut euch einfach Tutorials an zum AuroraNet selbst oder zum EaseFocus selbst. Dort geht es dann halt ins Detail der einzelnen Software. Ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Video. Die Downloads hierzu stellen wir euch natürlich gerne zur Verfügung, sodass ihr euch die Files EaseFocus und auch Aurora anschauen könnt. Bis dahin, tschüss.